So, die Schafe müsste ich auch mal wieder. War hier wohl ein Enderman am Werk? Klauen die uns hier einfach unsere schönen Erdblöcke? Das kann nicht wahr sein. Na gut, ja, nach Hause. Ich könnte mir auch einfach da in den Bauernhof mal ein paar Öfen reinstellen, dann muss ich nicht immer hier zu dieser, zu unserer alten Hütte rüber. Au. So, Stein tauschen wir direkt aus. Hier dasselbe nochmal und dann haben wir noch 8. So. Gut, das sollte doch erstmal ein paar Treppen ergeben, hoffe ich zumindest. Wir haben auf jeden Fall erstmal 2,5 Stacks Steinziegel. Kann ich nicht einfach mal eben hier die Sachen... So, hier Spinnenauge weg, Faden weg, Pfeil weg, Feuerstein kann weg, Schwarzpulver kann hier auch rein, Gammelfleisch kann hier auch rein. Und ja, die Äpfel kann ich eigentlich mal essen. Dann sieht das doch schon wieder ganz anders aus und wir haben wieder ordentlich Platz im Inventar. So, Treppen, so, so und so und so. Und so und so. Und so und so und so und so. Und so und so und einer bleibt übrig. Tja. Gut, jetzt haben wir ungefähr 100 Treppen. Das sollte doch erstmal reichen. Vermutlich tut es das nicht. Und wir kommen nur... Ich glaube, wir kommen echt nicht weit damit. Ich weiß nicht, wie breit ist das Haus? 40 Blöcke ungefähr. Das heißt, wir schaffen damit ungefähr 2 Schichten. Wow. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Cobblestone. Aber ja gut, wir haben ja den Hügel da noch, den können wir ja komplett, huch, nicht runterfallen, komplett aushöhlen. Oder dann fehlt auch noch Erde. Oder wurde das auch schon wieder geklaut, ich weiß es nicht. So. Oh. Oh, Treppenbau ist immer so ein wenig mühselig. Weil man die ja, ja nur von vorne bauen kann. Aber die Musik ist schön. Ich weiß gar nicht, was hören wir denn da? Ich habe ja den Player in der Taskleiste, ich kann aber nicht das komplett, den kompletten Namen lesen. Nur irgendwas mit Kirby's Dream Land wahrscheinlich. Und den Rest, oh. Den Rest kann ich nicht lesen. So. So, die Frage ist aber gerade... Wie mache ich das denn hier an der Seite? Baue ich denn erstmal... Ich überlege gerade, wenn ich das bis hierhin baue, das kommt wieder weg, dann habe ich da einen Giebel und dann müsste ich das hier... Ja, das müsste aber klappen, glaube ich. Kann auch sein, dass es nachher völlig kacke aussieht, aber ich baue jetzt erstmal so, wie ich denke. Und hoffe einfach mal, dass das in Ordnung geht. So, die ganzen verbauten Sachen hier, die nehmen wir wieder mit. Und dann... Plopp, plopp, plopp. Und noch einen dahin. Und dann erstmal auf der anderen Seite. Also das, was ich hier jetzt hinbaue, das muss dann nachher sowieso wieder weg, weil das andere Dach kommt dann ungefähr hier so... Ich hätte das hier dann angeschlossen. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Aber ich baue es jetzt erstmal hin und... Ach kacke, wie komme ich hier denn jetzt ran? Kann ich nicht mal eben... So und dann... So, ja, das geht. Ja, das klappt super. Kann ich das hier von unten machen? Komme ich da ran? Ja, geht gerade so. Komme ich auch noch ran? Ja, ja, okay. Gut, ein bisschen umständlich, aber ist ja jetzt egal. Zack. Klasse. Und da komme ich jetzt auch nicht wieder ran, um das abzubauen. Ja, super. Na gut, dann lasse ich das erstmal so. Kann ich später immer noch korrigieren. Sieht auch nicht so schlecht aus, oder?
Allerdings dann sieht man hier oben das Holz nicht mehr. Und das wäre dann wieder ein bisschen doof. Weil dann hätte ich es auch gleich weglassen können. Aber wie gesagt, wir können das ja später immer noch alles so hinbauen, wenn wir denn wollen. Und da ist der erste Stack Treppen auch schon leer. Und ich höre eine Spinne. Spinne? Ist die drin? Oh, Tatsache. Wie kommt die denn da rein? So, verbauen for the win. Und hier hänge ich wieder irgendwo an dem nächsten Erdblock fest. So. Na, klasse. Klappt das von unten jetzt gar nicht mehr, dass ich das da so... Doch, geht doch, okay. So, die wieder weg. Ja, Spinni, ich komme gleich rein und mach dir die Beine weg. So. Weg, weg. Lass mich durch. So, wo bist du? Da. Stirb. Stirb. Okay, die Spinne hat irgendwie einen kleinen Fehler oder sowas. Naja, jetzt nicht mehr. Gut, 30 Treppen haben wir noch, damit werden wir nicht weit kommen. Und die Sonne geht auch schon wieder unter. Aber wir haben endlich mal wieder eine runde Sonne. Die im letzten Texturenpack, die war ja fünfeckig und ich weiß nicht, davor hatten wir glaube ich auch keine runde. Welches Texturenpack hatte ich denn da vorne? Davor. Das kann ich wieder nicht bauen. Komm schon. So, ja, geht doch. Ja, weiß ich gar nicht mehr, was wir davor benutzt haben. Jedenfalls war sie, glaube ich, auch nicht rund, wenn ich mich recht erinnere. So. Oh. Ach, mir ist auch aufgefallen, bei unserem Baumhaus da hinten, da habe ich bis jetzt auch nur die... das Treppenhaus gebaut und bin da auch noch nicht weitergekommen, weil ich dann irgendwie... Was habe ich dann eigentlich gemacht? Ich habe die Treppe gebaut und dann bin ich irgendwie wieder davon abgekommen und habe was ganz anderes gemacht. Ich glaube, dann sind wir auf unsere kleine Reise gegangen, oder? Ach, ich bin so vergesslich. Da ist noch eine Treppe, die nehmen wir natürlich mit. Und ja, hier kann ich mal meinen kleinen Durchgang machen. What the fuck? Soll das so sein, dass der sein Gesicht an den Beinen hat? Oder ist das ein Grafikfehler? Au. Stehe. Lass ihn in Ruhe, geh weg. Merkwürdig. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so gehört oder ob das echt ein Fehler war, aber ich würde sagen, ich gehe erstmal ins Bett. Oh. Der hat ein Arschgesicht, würde ich sagen. Sieht zumindest. Scheiße, warum leckt das jetzt hier so? Das ist ja. Aber soll das echt so sein? Die sehen ein bisschen merkwürdig aus. Ich gehe jetzt einfach mal weg. Ja, keine Ahnung, da ist irgendwie die Framerate gerade richtig eingebrochen, auf 15 runter. Man weiß es nicht. So, gehen wir erstmal pennen und dann könnte ich die Angel nochmal wieder auspacken. Habe ich... Achso, ich kann jetzt gar nicht mehr ins Inventar. Stimmt, ja. Hab ich denn die Angel noch dabei? Nee, habe ich nicht. Wo habe ich die hingepackt? Faden, Gammelfleisch. Angel, kein Angel da. Nee, das ist kein Armloser, das ist ein Creeper. Beziehungsweise, ja doch, der ist auch armlos, aber... Halt, kein Zombie. So, alles sicher. Ja. Weichet von mir, ihr finsteren Gestalten. Ich habe Katzen. Ah, funktioniert. Uah. Okay. Kann ich mir den da vielleicht mal eben... Da ist eine Spinne. Stirb. Geh weg. Er hat auch irgendwie einen offenen Brustkorb. Das sieht auch nicht ganz so gesund aus. Nein. Scheiße. Na toll, jetzt haben wir hier ein riesiges Loch. Kann ich das mal irgendwie da... Nein.
Das war so klar jetzt. Okay, ich korrigiere mich. Wir haben zwei riesige Löcher. Na, ist mir jetzt auch egal. Sollen die Löcher Löcher sein, aber Moment, ich brauche neue Steinziegel. So. Nein, Moment, ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte neue Cobblestone abbauen. Das wollte ich machen. Genau. Spinne. Der Sandstein sieht ja auch interessant aus. Na gut. So. Zurück in das Innere des Hügels. Oh, da steht noch jemand. Komm her. Stirb. So, danke für die XP. Level 4 sind wir wieder. Ja, ich glaube, so eine Höhlentour, die bringt jetzt echt an, also XP-technisch bringt das mehr, als wenn man jetzt hier irgendwie dauernd Monster mit abschlachtet. Ich weiß, so eine XP-Maschine habe ich noch nicht gebaut, aber ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Ich denke mal, hier fürs LP sowieso nicht. Da können wir lieber auf Höhlentour gehen und dann vom Abbauen der Rohstoffe, da gibt es auch ordentlich Erfahrung. Und warum habe ich denn hier so ein tiefes Loch gemacht? Oder war ich das gar nicht, sondern ist das eine Höhle? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Es ist ja auch schon wieder ein wenig her, seit wir hier angefangen haben, diesen Hügel hier auszuhöhlen. Ich grab mich hier nochmal eben durch. Wie lange das Abbauen mit der Schaufel jetzt einfach dauert, im Gegensatz zur Diamantspitzhacke. So, das beides kommt noch weg hier, der auch, das da noch weg. Und ja, da muss ich das einmal nochmal alles mit Erde auffüllen, dass wir hier eine ebene Fläche haben. Oder ich nutze das hier gleich als Fußboden für irgendein anderes Gebäude, muss ich mal sehen, was ich hier noch so hinbauen möchte. Erstmal sollte ich das Dach halt auf das Bauernhaus und dann müsste ich mal gucken, da der Zaubererturm oder was auch immer, der müsste auch mal gebaut werden. Da stehen ja im Moment nur die Bücherregale einfach so in der Landschaft rum. Das ist ja auch nicht so geil bis jetzt. Da muss ich mal sehen, wie wir das noch machen. Und ja, Kartoffeln und Karotten brauche ich immer noch. Bis jetzt waren die Zombies ja ein wenig geizig und haben uns keine gedroppt. Und in dem Dorf, wo wir waren, das war ja auch das alte Dorf. Von daher gab es da ja auch auf den Feldern keine Früchte zu ernten.